Good morning. Well, sehr gut. I think Germans are easily trained. Also, er denkt, dass die Deutschen ganz schön leicht trainiert werden können. All right. You know, we have a three angels message. Wisst ihr, wir haben die dreifache Engelsbotschaft. The first, please don't think that we have three different messages. Bitte glaubt nicht, dass wir drei verschiedene Botschaften haben. Three angels message is one message. Die dreifache Engelsbotschaft ist eine Botschaft. Which one is the message? Was ist die Botschaft? Worshipping the Creator. Betet Gott an. Worshipping the Creator is the eternal gospel. Den Schöpfer anzubeten ist das ewige Evangelium. Everlasting gospel. Das ist das ewige Evangelium. We have been worshipping many other things than Creator himself. Wir haben viele andere Dinge statt Gott angebetet. My profession, the medicine. Mein Beruf, Medizin. We are never told to worship God. Wir sind niemals gelehrt worden, Gott anzubeten. Healing can happen without God. Heilung kann ohne Gott geschehen. All these chemical material can bring the healing. All diese chemischen Materie kann Heilung herbeibringen. In healing process, God is not necessary at all. Gott ist im Heilungsprozess nicht erforderlich. So that's how we've been trained in medical school. So wurden wir in der medizinischen Universität gelehrt. I'm wondering whether today's Christian medical school teaches differently either. Ich wundere mich, ob die christlichen medizinischen Schulen etwas anderes lehren. Still probably same. Womöglich lehren sie immer noch das Gleiche. So we have been worshiping the things, the material things. So, wir haben die Dinge, die materiellen Dinge angebetet. Or techniques. Oder Techniken. Or methods. Oder Methoden. And God want us now to come back to him. Und Gott lädt uns ein, jetzt zu ihm zurückzukommen. We experimented everything. Wir haben alles durchexperimentiert. And now we see the consequences. Und jetzt sehen wir die Konsequenzen. There's no healing. Keine Heilung. There's all problems of the treatment. Überall bei jeder Behandlung gibt es Probleme. Now God at the end time. Und jetzt in der Endzeit. God says, see, nothing works. Sagt uns Gott, schau, nichts wirkt. Please come back to me. Bitte komm zu mir zurück. You have been deceived by the Babylon. Du wurdest von Babylon betrogen. You have been studying in confusion. Du hast nichts als ein Durcheinander studiert. Come out of that confusion. Komm aus dieser Verwirrung heraus. And then look at me. Und dann schau mich an. I am the source of the power. Ich bin die Quelle der Kraft. I am the power which heals the genes. Ich bin die Kraft, die die Gene heilen kann. We human beings have always been destroying the genes. Wir Menschen haben die Gene immer zerstört. There's no method to heal the gene. Es gibt keine Methode, Gene zu heilen. There's no technique to heal the gene. Keine Technik, Gene zu heilen. You know what? There is nowadays the most promising healing method is called gene therapy. Heute die am vielversprechendsten Heilmethode heißt Gentherapie. Gene therapy. Gentherapie. You know, I think gene therapy is one of the. It is something very serious. Die Gentherapie ist etwas sehr Ernsthaftes. And physicians are now trying to transplant somebody else's gene in patient. Und gerade sind also die Wissenschaftler dabei zu versuchen, die Gene von jemanden in jemand anders hinein zu transplantieren. And we'll see how it goes. Und wir werden das sehen, wie das funktioniert. I have certain opinion on that. Ich habe meine eigene Meinung zu diesen Dingen. When time comes, I will
present that. Wenn es Zeit dazu ist, dann werde ich darüber sprechen. So, if we don't come out of that confusion, the Babylon. Wenn wir nicht aus dieser babylonischen Verwirrung herauskommen, keep on depending upon material things. Wenn wir weiter an diesen materiellen Dingen festhalten und uns davon abhängig machen, or human technique, oder von der menschlichen Technik, then we will be in a torment forever. Dann werden wir in der Verdammnis sein für die Ewigkeit. See, that's the third angel's message. Das ist die dreifache Engelsbotschaft. So, first, second, third angel's message is all these one messages. Und die erste, die zweite und die dritte Engelsbotschaft ist all diese eine, ist diese eine Botschaft. Finally, you meet the Creator directly, person to person. Schließlich wirst du diesen Schöpfer von Person zu Person treffen. You see the true meaning of the Sabbath. Und du wirst die wahre Bedeutung des Sabbats erkennen. You know you can rest. Du weißt, du kannst jetzt ausruhen. That's the process. That's the process of the whole three angels' message. Das ist der Prozess der ganzen dreifachen Engelsbotschaft. So that's why it is very important to understand the creation process. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir den Schöpfungsprozess verstehen. The creation process in scientific, rational way. Den Schöpfungsprozess im sehr wissenschaftlichen Denken. Christians been, I think, been misunderstanding this creation process very wrong way. Also ich denke, dass die Christen den Schöpfungsprozess total falsch verstanden haben. Let's open the Bible in Genesis. Lasst uns einmal die Bibel in 1. Mose aufschlagen. Before we open the Genesis, aber bevor wir 1. Mose aufschlagen, let's take a look at this Psalm 103. Lasst uns Psalm 103 aufschlagen. Psalm 103, Vers 13. Psalm 103, Vers 13. Okay, I read in English first. Mm-hmm. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 14 is important. Und jetzt ist 14 wichtig. For he knows our frame, he remembers that we are dust. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. What is dust in Deutsch? Staub. Staub. God remembers we are dust. Gott weiß, wir sind Staub. What kind of dust are we? Welche Art von Staub sind wir denn? I told you yesterday. Ich habe euch das bereits gestern erzählt. That's right, we are quarks. Wir sind Quarks. That's what Bible says. Das, was die Bibel sagt. God remembers, Gott gedenkt daran, the Sang Li was quark. Dass Sang Li Quark war. You were quark. Auch ihr wart Quarks. So we are created from the quarks. Wir sind aus den Quarks erschaffen worden. That's what Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. God creates from the quarks. Gott macht aus den Quarks. Okay, let's look at this again. Psalm 104. Psalm 104. Verse 29. Vers 29. So this is the other way around. Das ist jetzt der umgekehrte Weg. Okay. Das ist also der Weg in die andere Richtung. Bible is very interesting. Die Bibel ist wirklich sehr interessant. So sort of scientific. Ist wirklich wissenschaftlich, die Bibel. See? We are created from the quarks, Bible says. Wir sind aus den Quarks geschaffen worden. Okay, then Psalm 104, verse 29. So, lasst uns jetzt den Psalm 104, Vers 29 lesen. You hide your face, they are troubled. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. You take away your breath, they die and return to the dust. Nimmst du weg ihren Odem,
so vergehen sie und werden wieder Staub. Staub again. Right? So, we were the dust. Wir waren Staub. And God removes his breath. Und Gott zieht seinen Odem zurück. We die. Wir sterben. We become to the dust. Und wir werden wieder zu Staub. We go back to dust. Wir werden wieder zu Staub. We go back to quark. Wir werden wieder Quarks. So, we were whole. Here's a Hubert, here's a Sang Lee. Yes, also Hubert und Sang Lee. What's the difference? Was ist der Unterschied zwischen uns beiden? We're all a bunch of quarks. Wir sind jede Menge Quarks, ne? Nein. Nicht wahr? When we realize this, wenn wir das erkennen, then God become much more meaningful to us. Dann wird Gott viel bedeutungsvoller für uns. You know, the creation look like to me, it's a one of the children's toy called the Lego. Ja, einige dieser Spielsachen, die wir Lego, das kennt ihr alle. And all same plastic pieces. Und das sind ja alles nur die gleichen Plastikstücke. Same looking tiny pieces, exactly sind, same each other. Die sind genau gleich alle. Then child can put together, make anything, airplane, elephant, anything. Und ein Kind kann die zusammenbauen und dann kann sie ein Flugzeug bauen und einen Elefanten, einfach alles. Yeah, that's creation. Das ist Schöpfung. God uses quark. Gott hat Quarks benutzt. This is Lego play. Das ist ganz einfaches Spiel. God's Lego play is a creation. Das ist das Lego Spiel, Gottes Lego Spiel, das ist die Schöpfung. So he puts three Legos together, then he make what? Er hat drei Legos zusammengepackt, dann was hat er daraus gemacht? Proton. 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 Ein ja. Proton, genau. Let's take a look at that slide again. Lass uns einen Blick auf das Dia werfen. Just review. Nur um das noch einmal zu wiederholen. Creation is very simple. Schöpfung ist sehr einfach. It doesn't have to be magical. Das ist nicht Magie, das hat nichts mit Magie zu tun. It is very scientific. Es ist sehr wissenschaftlich. Bitte? Stopp. So, jetzt hat. Okay. Did this whole process remind me of the, you know, the canon of the Navarone? Of what? Canon of the Navarone. Canon of Navarone. Forget it. Das ist okay. Irgendein Tal. Erinnert ihn an irgendein it's Tal. Okay. All right. I just remind you that the signal transduction here. Also ich möchte hier nur über diese Signaltransduktion, also Übertragung erinnern. Just to remind you of the whole, you know, review. This is cell. Also hier nochmal die kleine Wiederholung. Das ist also die Zelle. The nucleus. Der Zellkern. Inside here is a gene here. Da innen drin sind die Gene. And here the receptor. Hier der Empfänger, der Rezeptor. There's a signal comes da and kommt ein Signal. Pushes doorbell. Und drückt auf die Türklingel. Then und all dann, these changes. Und all, dann entsteht eine ganze Kettenreaktion. Chain reaction happens. Ja. Finally, signal is given to the gene. Und dann wird ein Signal den Genen gegeben. And then gene works. Und dann arbeitet das Gen. Okay. Next slide. Nächstes Bild bitte. Okay, this you saw, right? This is the atom here, nucleus. Das ist der Atomkern und die Elektronen. Electrons circling around. Ja, like die this. Bewegen sich da um den Zellkern. Like this. And then when we magnify the atom, we see the proton and neutron together.
Und wenn wir den Zellkern vergrößern, dann sehen wir die Neutronen und Protonen zusammengefügt. And then we magnify proton. Und dann vergrößern wir ein Proton. Inside the proton we have three quarks. Und im Inneren des Protons sind drei Quarks. Three quarks. Und auch hier drei Quarks. In between quarks there is a strong energy pulling quarks together. Und im Inneren gibt es diese starke Kraft, diese starke Energie, die diese Quarks zusammenfügt und zusammenhält. The strong energy, und diese starke Energie, they call it the nuclear strong force. Und die nennen das die Kernkraft. So physicists call this force nuclear strong force. Also diese Kernkraft. Because this force is existing in the nucleus. Weil diese Kraft im Kern ist. So it is also very strong force. Das ist eine sehr starke Kraft. So they call it nuclear strong force. Also sie nennen es die starke Kernkraft. This nuclear strong force is carried by gluon. Und diese Kraft ist getragen von den Gluonen. You know, you see this whole picture here, whole slide. Und seht ihr dieses ganze Tier? Do you know how many Nobel Prizes here? Wisst ihr, wie viele Nobelpreise in diesem Tier stecken? Yeah, when they found the nucleus, they got Nobel Prize. Als sie den Zellkern, Atomkern entdeckten, da gab es einen Nobelpreis. And then someone found the electron, they got Nobel Prize. Und als sie die Elektronen fanden, gab es einen Nobelpreis. And someone found the proton, and they got Nobel Prize. Und sicher, da hat jemand die Protonen gefunden und schon gab es wieder einen. Someone found neutron, they got Nobel Prize. Und natürlich, die Neutronen sind gefunden, schon wieder ein Nobelpreis. Someone got the quark, they got Nobel Prize. Und ihr könnt es euch schon denken, die Quarks sind gefunden worden und schon wieder ein Nobelpreis. Someone got the gluon, they got Nobel Prize. Und die Gluonen sind gefunden worden, schon wieder ein Nobelpreis. Many, many Nobel Prizes. Jede Menge Nobelpreise. All right. This is Nobel Prize came from Sweden. Und das ist also der Nobelpreis, der aus Schweden kommt. Today we're gonna get Nobel Prize from heaven. Okay? Und heute kriegen wir einen Nobelpreis vom Himmel. Why? Warum? You'll find out. Wir werden entdecken. Now, see these quarks. Let's say you have a lot of quarks all spread around. Und stellt euch mal vor, da sind jede Menge Quarks. Sie sind hier alle verteilt. To have some kind of creation. Um diese Schöpfung jetzt zu haben. First process is that those three quarks has to get together. Der erste Prozess ist, dass diese drei Quarks jetzt zusammenkommen müssen. And form the particle called proton or neutron first. Um erst einmal ein Teilchen zu formen, das wir Proton oder Neutron nennen. If there's no proton and no neutron, there's no nothing. Wenn es keine Protonen und keine Neutronen gibt, dann ist einfach nichts da. So this is the first step of the creation of the matter. Also das ist der erste Schritt, um Materie zu erschaffen. And God has to create this original primeval particle. Also Gott musste dieses ursprüngliche Teilchen erschaffen. Okay, lights on and the slide off. Bitte Licht an und wie es aus. Könnt ihr das so machen, dass es zu ist? Das wäre ganz toll. Ja, super. Mhm. No, it's closed. I can. Okay. Good. So, for God to create all things, go on. He must create
the first particle first. Damit Gott alle Dinge hier schaffen kann, muss er erst einmal das erste ursprüngliche Teilchen schaffen. Does the Bible says God created first particle? Sagt die Bibel, dass Gott das erste Teilchen geschaffen hat? Have you ever seen that in the Bible? Habt ihr das jemals in der Bibel gesehen? He created the first particle. Er hat das erste Teilchen geschaffen. Well, it's unfortunately I couldn't find a German Bible. Unglücklicherweise habe ich es tatsächlich, wir haben das danach gesucht, wir konnten es nicht in der deutschen Bibel entdecken. Hubert tried hard. Ich habe es wirklich sehr versucht, alle Übersetzungen. I asked him to find, you know, from German Bible, but he couldn't come up with that. Aber ich konnte es ihm leider nicht zeigen. First particle. Das erste Teilchen. Tatsächlich im Deutschen schwer nicht zu finden. But in English Bible, aber in der englischen Bibel, at least in Hebrew language, und natürlich in der hebräischen Sprache, there is a first particle. Da gibt es ein erstes Teilchen. Okay, it's, why don't you open Proverbs chapter 8? Sprüche Kapitel 8. Sprüche 8. Verse 22. 22nd. Mm-hmm. 22. Okay, Vers 22. Here you'll see a person says I. Jesus is talking about himself. Also hier spricht Jesus über sich selbst. Jesus want to make point very clear that he is not created being. Christus wollte hier deutlich machen, er ist kein geschaffenes Wesen. He was with the creator. Er war mit dem Schöpfer. Before all the creation. Bevor es auch nur irgendeine Schöpfung gab, war er mit dem Schöpfer. That point Jesus want to make. Diesen Punkt wollte Jesus machen. Right. The Lord possessed me at the beginning of his way, before his work of old. Der Herr hat mich gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, vom Anbeginn her. Here the Lord possessed me means that Jesus. Me, also mich, das bedeutet Jesus. Verse 23, I have been established from the everlasting, this I is Jesus. Ja, auch hier wieder ich, in Vers 23, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. When there were no depths, I was brought forth. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. When there were no fountains abounding with water. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. While as yet he had not made the earth or the fields. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren. Then it comes. Und jetzt kommt es, leider nicht im Deutschen. Or the primeval dust of the world. Also hier stehen wir im Englischen, bevor noch der ursprüngliche Staub der Erde war. Darauf, also hier im Deutschen, noch die Schollen des Erdbodens. Das Schollen ist also ein altes deutsches Wort, das immer wieder, so habe ich festgestellt, in allen Übersetzungen von Luther übernommen worden sind. Und das Wort Scholle ist ja eigentlich Erde, Erde, Staub. Es ist also ein altes deutsches Wort, das man heute eigentlich nicht mehr so von der Bedeutung her kennt. Also vor, bevor der ursprüngliche Staub da war. Ja? Die Summe des Staubes. Das ist wahrscheinlich die alte, ja? Ja. Also, so Staufen? It says the sum of the dust. The sum of dust. Sum of dust, ja. Mm-hmm. But the King James clearly says the first primeval dust. Also die King James Version sagt, also ich habe das extra im Hebräischen nachgeschaut, der ursprüngliche Staub, also der erste. And I also checked with the Hebrew, it was a prime. Ja, wie gesagt, ich habe auch im Hebräischen nachgeschaut, es ist tatsächlich der erste ursprüngliche Staub. All right, so now we know God began creation with the first particle.
Also jetzt wissen wir, Gott hat die Schöpfung mit dem ersten Teilchen begonnen. If God has a quark, he can come up with anything. Wenn Gott die Quarks hat, dann kann er alles machen. But you must have a quark and at the same time you have to have a gluon. Und mit den Quarks musst du auch die Gluonen haben. Gluon is not a true particle, it is an energy particle. Also Gluon ist nicht wirklich ein Teilchen, es ist ein Energieteilchen. Electron is a true particle. Elektron ist ein tatsächliches Teilchen. But photon is not true particle. Aber Photon zum Beispiel ist schon nicht mehr ein so wirkliches Teilchen. Photon is energy particle. Also auch Photonen sind Energiepartikelchen. So physicists, we better study physics a little bit here. Also wir müssen hier ein bisschen Physik studieren. Physicists divide the particle in two different kinds. Also Physiker teilen die Teilchen oder Partikel in zwei verschiedene Arten. The true particle, like a quarks, electron, proton, neutron, also these are all true particles. Da gibt es die wahren Teilchen, Protonen, Quarks, Elektronen. Yeah, this is called the matter particle. Das sind die Materieteilchen. Mm-hmm. The matter particle, physicists call them fermion. Also die Materieteilchen werden von den Physikern, bitte? Oh, Entschuldigung. Ein bisschen runter. Okay, ja, okay. You can go to the top. Fermion. Also das sind die Fermionen. Fermionen. It is after the, I think, well-known physicist in France, Fermi. Also da gibt es einen sehr bekannten Physiker in Frankreich, Fermion. Fermion. Fermion is a material particle. Also das sind die Materieteilchen. And this is a quark. Das sind Quarks. Elektronen, Proton, die Protonen. This is all material particle. Das sind materielle Teilchen, Materieteilchen. But there is an energy particle. Aber es gibt auch Energieteilchen. This is a collection of the energy. Das ist eine Zusammenfassung der Energie. Energy particle, physicists call the boson. Und diese Teilchen nennen die Physiker Bosonen. This like a gluon. Das ist also Gluonen. And the photon. Und Photonen. And etc. Und so weiter. Okay. So, to create, you must have a material first, right? Um etwas zu schaffen, muss man natürlich erst einmal Materie haben. In other words, fermion first. Also, Fermionen müssen zuerst sein. So, fermions started with the quark. Fermions hat mit den Quarks begonnen. Quark. And and then you needed to have energy to put that fermion together. Und dann braucht man natürlich Energie, um diese Fermionen zusammenzubringen. That's energy. Das ist Energie. Energy particle called the boson. Und diese Energiepartikelchen, die Bosonen. Okay. What is a boson? How the boson is described in the Bible? Wie wird Boson in der Bibel beschrieben? Now we found the quark, right? Wir haben also die Quarks gefunden. We found the fermion. Wir haben die Fermionen gefunden. The first quark. Die ersten Quarks. Anna. Yes. Ja, bitte. Spirit. Spirit. Spirit, that's right. Ja, richtig. Spirit, Geist. That's right. Mm-hmm. And boson is described as spirit or light. Und Boson wird mm-hmm. beschrieben als Geist oder yeah. Licht. And so God says, let there be what? Und Gott sagt, lasst da was sein? Let there be light. Soll Licht erscheinen, Licht sein. So he created the fermion, the quark. Er hat also die Fermionen, die Quarks, then, geschaffen. Then he sent his spirit. Und dann hat er seinen Geist gesandt. To put all the fermion together, right? Um all die Fermionen zusammenzubringen. So he said, let there be spirit. That means let there be light. Lass da den Geist sein. Das bedeutet, lass Licht sein. Jesus says, I am the light of the world. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. This is power of love. Das ist die Macht der Liebe. It's not just
energy alone. Ist nicht nur die Energie allein. It includes tremendous amount of intelligence. Das bedeutet, da ist auch eine jede Menge Intelligenz damit hineingelegt. And it includes a plan. Das bedeutet, da ist auch ein Plan vorhanden. You cannot just put the Lego together, you know. Man kann nicht einfach nur Lego so zusammenstecken. A dumb child can put the Lego together. Auch ein dummes Kind kann Legos einfach zusammenstecken. Because he only has energy to put together. Weil einfach nur Energie da ist, um das zusammenzustecken. But without imagination or intelligence, aber ohne Vorstellungskraft und Intelligenz, he cannot create a nice airplane. Kann er kein schönes Flugzeug dabei machen. Or elephant. Oder einen Elefanten. To create, you need a plan, intelligence, energy, everything. Um etwas zu schaffen, da braucht man einen Plan, Intelligenz, einfach alles. But, aber, what is most important in creation? Was ist das Wichtigste bei der Schöpfung? Okay, we talked about material. Wir haben also über die Materie gesprochen. We talked about intelligence. Wir haben über Intelligenz gesprochen. We talked about energy. Wir haben über Energie gesprochen. We talked about plan. Wir haben über den Plan gesprochen. That's right. Love is the most important part of genau. creation. Genau. Die Liebe, das ist der wichtigste Teil der Schöpfung. When a child made airplane out of Lego. Wenn ein Kind so das Flugzeug von Lego her gemacht hat. Why did he made airplane from Lego? Warum hat er so ein Flugzeug aus Lego gebastelt? Because the child loved to have airplane. Weil das Kind nämlich gern ein Flugzeug haben möchte. So this is the most important component. Essence of the creation. Das ist natürlich der wichtigste Teil der Schöpfung. This we must be awakened to, world. Da müssen wir aufgeweckt werden, das zu erkennen. The worst thing about creation is. Das Schlimmste in Bezug auf die Schöpfung ist. We forget God's compassion, God's love in the creation. Wir vergessen Gottes Gefühl und Gottes Liebe in der Schöpfung. So we argue creation, evolution. Ah, wir argumentieren Schöpfung, Evolution. His love is just. Seine Liebe wird ganz einfach thrown away. Weggeworfen. See, it is, love is the motivation for the creation. Die Motivation für die Schöpfung ist die Liebe. Because why God created us? Warum hat er uns denn gemacht? Because he loved to have us. Weil er es geliebt hat, dass wir hier sind. He was dying to have us. Er hat sich so sehr danach gesehnt, uns zu haben, beinahe gestorben ist er für uns. Why did you have a child? Warum hattet ihr Kinder? Because you love to have a child. Weil ihr das natürlich euch so danach sehnt, because ein you Kind wanna, zu haben. You wanna give all your love toward him, to weil the du baby. Deine ganze Liebe auf dieses Baby konzentrieren möchtest. That's why we have a child. Darum haben wir Kinder. Why God have a child like us? Warum hat Gott Kinder wie uns? Because he wanna put his whole love into us. Weil er seine ganze Liebe in uns hineinstecken möchte. This is the motivation of the creation. Das ist die Motivation für die Schöpfung. This is the purpose of the creation. Das ist das Ziel der Schöpfung. There's nothing else. Nichts anderes. Love. Als nur Liebe. This love created the plan. Die Liebe hat einen Plan entworfen. This love brought forth the intelligence. Und diese Liebe hat die Intelligenz hervorgebracht. So love was the whole source of the creation. Und Liebe war die ganze Quelle der Schöpfung. That's why in Revelation chapter 14, darum steht in Offenbarung Kapitel 14, God is giving us this first angel's message. Da steht die erste Botschaft des ersten Engels. Look at me, who created you. Schaut mich an, der ich euch gemacht habe. If you find the creator, wenn ihr den Schöpfer findet, you will find the true love. Dann werdet ihr die wahre Liebe finden. Because then you'll find out why you are created. Dann wirst du nämlich herausfinden, warum ihr gemacht worden seid. Then you'll find out what kind of God I am. Dann wirst du herausfinden, was für eine Art Gott ich bin. See, this is why God has to give the three angels' message at the end time. Darum muss er uns gerade in dieser Endzeit die dreifache Engelsbotschaft geben. Many Adventists feel that if we keep the Sabbath, then we're going to be saved. Und viele Adventisten denken, wir halten den Sabbat, wir sind errettet. No. Nein, nein. Worship God, who is the creator. Betet Gott an, der Schöpfer ist.
then you'll understand the Sabbath better than anyone else. Dann wirst du den Sabbat besser als jeder andere verstehen. Well, I'm really looking forward to presenting to you my experience of my understanding of Sabbath to you. Ja, ich freue mich schon darauf, mein Verständnis des Sabbats euch zu geben. This is exciting Sabbath. Das ist ein aufregender Sabbat. Most life-giving Sabbath. Das ist der Sabbat, der am meisten Leben bringt. The creation. Die Schöpfung. To me, creation means God loves me. Schöpfung bedeutet für mich, Gott liebt mich. Creation is not just creation. Schöpfung ist nicht nur einfach Schöpfung. Creation, God created means. Schöpfung, Gott hat mich geschaffen, das bedeutet, He loves me. Er liebt mich. Isn't that true? Ist das nicht wahr? That's right. Nicht wahr? It's a hidden side of creation. Das ist die versteckte Seite der Schöpfung. It's more important side of creation. Aber es ist gleichzeitig auch die wichtigere Seite der Schöpfung. The hidden side, that's where the Sabbath is. Die versteckte Seite, da wo der Sabbat ist. Oh, he loves me. Er liebt mich. That's why he created me. Das ist der Grund, dass er mich geschaffen hat. And he gave me Sabbath. Und er hat mir den Sabbat gegeben. It has a wonderful meaning. Es hat eine wunderbare Bedeutung. Now, a long way to go. Wir haben noch immer einen weiten Weg, den wir gehen wollen. I like just to dwell in this love, but we have to go to the scientific side now. Also ich liebe einfach die Liebe, aber wir müssen uns jetzt auch ein bisschen mit der Wissenschaft beschäftigen. Okay, now. Schauen wir mal. So there is a boson. So, da gibt es also die Bosonen oder ein Boson. Light. Licht. Let there be light. Es soll Licht sein. Now God has a quark. Und Gott hat Quarks. The fermion. Die Fermionen. And now God has light. Gott hat das Licht. The bosons. Bosons. Ready to create. Und er ist bereit zu schaffen. First of all, he wanted to create an proton. Als erstes hat er mal Protonen, ein Proton hergestellt. See, God is the greatest physicist. Gott ist der größte Wissenschaftler. And we human physicists sort of goes the other way around to find the first particle. Und wir menschlichen Wissenschaftler, wir gehen gerade den umgekehrten Weg, um das erste Teilchen zu finden. You know how we all found end up finding quarks? Wisst ihr, wie das geschehen ist, dass wir alle dabei gelandet sind, Quarks zu finden? We have a huge, most expensive, particle collider. Also wir haben eine riesige, äußerst teure Maschine, den nennt sich eben Teilchenbeschleuniger, denke ich, also der Teilchen zusammenbringt. And I think it's, Germany has one. Ja. Also Deutschland hat so einen Teilchenbeschleuniger. And big! Riesige Anlage. And they shoot atom. Und die schießen da die Atome durch. And then they shoot another atom. Und dann schießen sie ein anderes Atom und dann kreist es so rum. And then, und dann treffen sie zusammen. They collide, they crash. Und indem sie zusammentreffen, explodieren sie. Then all the smaller particles inside begin to come out. Und all diese kleineren Teilchen innerhalb der Atomkerne bringen auseinander. A tremendous amount of energy is bursting out. Und eine unwahrscheinliche Energiemenge kommt da heraus. That's atomic bomb, you know. Das ist die Atombombe. To form the atom, a nucleus. Um einen Atomkern zu machen. Okay. What is atomic nucleus now? Was ist der Atomkern? Wir wissen das schon. What's in the nucleus? Was ist im Atomkern? Protonen. Protonen und Neutronen. That's right. Okay. Protonen und Neutronen. There's a tremendous amount of nuclear energy inside. Da ist also eine unwahrscheinliche Menge an Kernenergie da drin. What is nuclear energy? Anyway? Was ist Kernenergie? Energy to die Energie, die eigentlich dazu da ist, to bring it together. Translate him. Ja, yeah, to bring it together. To bring it together. So energy is to bring what together? Also die Energie ist dazu da, um was zusammenzuhalten.
protons together. Um die Protonen zusammenzuhalten. Protons and neutrons together. Um die Protonen und Neutronen zusammenzuhalten. You know, protons are positively charged particles. Also right? Protonen sind positiv geladene Teilchen. And okay, these two protons. Und diese zwei Protonen, each positively charged. Ist positiv geladen. Come closer, closer, und die werden, closer. Die kommen näher und näher und näher. What happens? Was passiert da? Ja, die möchten eigentlich wieder auseinander. Other, right? Eigentlich möchten sie wieder auseinander. Und dann geht's zusammen. Wow, you cannot make a nucleus. Ihr könnt keinen Kern machen, keinen Atomkern. Why? Because the protons, they don't want to get together. Weil die Protonen gar nicht zusammenhalten wollen. Someone has to create nucleus. Irgendeiner muss den Atomkern machen. Someone who's very strong. Einer, der ganz stark ist. Has to put these protons together, not to repair. Der muss diese Protonen zusammendrücken, damit sie nicht wieder auseinanderfliegen. You know, when this power, which put proton together, give up. Wenn diese Kraft aufgibt, die diese Protonen zusammenhält. Hubert and I are gonna be a huge proton bomb. Dann sind wir beide, der Sang und ich, eine riesige Protonenbombe. I think just one of us will be enough bomb to explode the whole universe. Einer von uns würde genügen, um das ganze Universum zum Explodieren zu bringen, zu zerstören. So much energy. So viel Energie ist da in uns drin. You know how many protons? Maybe Hubert has more protons than I do. Also ich denke, der Hubert hat einige Protonen mehr als ich. He may be a more powerful bomb. Huh? Also ich bin vielleicht eine kräftigere Bombe. But, wow, can you imagine? Könnt ihr euch vorstellen? Billions and billions of protons. Da sind Billionen und Billionen, Milliarden und Billionen Protonen drin bei uns. Each proton, each nucleus is exploding. Jeder dieser Atomkerne explodiert plötzlich. Boah. And then plus. Und dazu noch. The quark does not want to be together either. Und die Quarks wollen ja auch nicht mehr zusammenbleiben. So, God used gluon to put quark together. Und Gott hat Gluon dazu benutzt, die Quarks zusammenzuhalten. These two forces. Das sind also diese zwei Kräfte. The forces which put the quarks together. Die Kraft, die die Quarks zusammenhält. The force which put the proton together. Und die Kraft, die die Protonen zusammenhält. This is unbelievable power. Das unglaubliche Kraft. So far, no human being, no human technology put the two protons together. Also okay? Bis jetzt hat noch keine menschliche Kraft oder Technik es geschafft, Protonen zusammenzufügen. Impossible. Es ist einfach unmöglich. Today, no human being, no human technology, no human energy can put three quarks together. Und auch die drei Quarks können von keiner menschlichen Technologie zusammengefügt werden. It takes so much energy and technology and intelligence. Es braucht einfach unwahrscheinlich viel Technologie und Intelligenz. To put only three quarks together? Um nur einfach drei Quarks zusammenzufügen. So where is evolution coming from? Wo kommt jetzt die Evolution her? According to evolution, so evolution denies energy. Evolution verleugnet die Energie. Evolution denies intelligence. Evolution verleugnet die Intelligenz. Evolution denies a plan. Evolution, die verleugnet einen Plan. Look at the Lego. Schaut mal Lego an. See, evolutionist says, you don't need a child to play with that Lego. Evolution sagt, du brauchst gar kein Kind, das mit Lego spielt. If you just put a bunch of Lego, just the Lego, just the live alone. Wenn du einfach so die Lego hinschüttet und die Legos da alleine lässt. Someday the Lego themselves do the make the airplane. Und eines Tages schafft das Lego das allein, dass da ein Flugzeug entsteht. This is really stupid, really, isn't it? Das ist wirklich dumm, nicht wahr? You must have energy, intelligence, plan. Ihr braucht einfach Energie, Intelligenz und Plan. But most of all, what do you have to have? Aber am meisten, was brauchst du am meisten? Hello? The Legos, they say the Lego. They say the Lego.
Most of all, you have to have a loving intention. Am meisten brauchst du diese liebende Intention. That's right. To love the person. Um die Person zu lieben. The person who has love. Die Person, die Liebe hat. So this is the foundation of the biblical creation. Das ist das Fundament der biblischen Schöpfung. That's why Bible begins like this. Das ist es, warum die Bibel damit beginnt. In the beginning. Am Anfang. Gott created, machte heaven and earth. Himmel und Erde. The person who loves. Die Person, die liebt. His loving intention. Seine liebende Intention. Brought intelligence. Brachte die Intelligenz and energy und die Energie and the plan und den Plan. Go back when you just had the babies. Schaut mal zurück, als ihr gerade Babys hattet. But this kind of experience men never have. Also diese Erfahrung kann ein Mann niemals haben. By the way, do you know why woman lives longer? Wisst ihr, warum Frauen länger leben? He says because they do not have so much stress, and she says the love energy. Women don't have much stress. Frauen haben nicht viel Stress. I think we all have the same stress. Ich glaube, wir alle haben den gleichen Stress. It's too bad you think that you men have more stress. Ich glaube, es ist nicht gut, dass du denkst, als Mann hast du mehr Stress. Woman, see, the man's bigger, stronger physically. There's no question about that. Physisch sind die Männer stärker, größer. Yeah, men run fast. Männer laufen schneller. Yeah. There's no question about that. Gibt's keine Frage, das ist so. Man is definitely bigger and stronger. Also Männer sind normalerweise stärker und größer. Oh, how come women live longer? Woher kommt es dann, dass Frauen länger leben? It was my question all the time. Das war wirklich eine Frage, die mich immer bewegt hat. That's like why the sky is so blue, you know? Die gleiche Frage, warum der Himmel so blau ist. Why women live longer? Warum leben Frauen länger? Because we have genes. Weil wir Gene haben. The gene loves love. Weil Gene Liebe lieben. Women's more sensitive to love, right? Frauen sind empfänglicher für die Liebe. Like, see, men does not have that experience of love. Männer haben nicht diese Erfahrung der Liebe. The absolute love. Der absoluten Liebe. So, woman's love is more toward another human being. Die Liebe der Frau wendet sich mehr den anderen menschlichen Wesen zu. Men's love is more to the work. Die Liebe des Mannes wendet sich mehr der Arbeit zu. Men's love is more abstract. Die Liebe des Mannes ist abstrakter. And you know that's why men love the logic. Männer lieben auch mehr die Logik. So whenever men talks together, und wenn Männer miteinander reden, we dwell on logics. Dann machen wir uns Gedanken über Logik. So we exchange opinion. Wir tauschen Meinungen aus. And we argue opinion. Und wir argumentieren über unsere Meinungen. A man says, I don't think so. I think you have a problem. Und die Männer sagen, ich denke nicht. Ich denke, du hast ein Problem. Listen to me. I have this opinion. Hör auf mich. Ich habe diese Meinung. This is how men talk. Das ist, wie Männer miteinander reden. But when I see the woman talk, aber wenn Frauen miteinander reden, wie ich sie sehe, maybe not German woman, but ich weiß ja nicht, wie es mit den deutschen Frauen ausschaut. But when I see the Korean woman, aber wenn ich koreanische Frauen miteinander reden sehe, when I talked about that, some woman got offended. That's why I'm protecting myself. Ich schütze mich natürlich dadurch, weil manche Frauen werden dadurch betroffen. Women have a more personal talk. Also die Frauen haben ein persönlicheres Gespräch. They're exchanging rather than opinion. They're exchanging their feelings. Und mehr als sie Meinungen austauschen, tauschen sie Gefühle aus. They say, oh, I know, that's right. Ja, ich weiß, sagt sie, und das ist auch richtig. I felt same way too. Und ich habe genau das gleiche Gefühl, wie auch du gefühlt hast. The man listens, the woman talk. Und der Mann schaut, hört zu, wie die Frauen so reden. What a stupid talking! Und was für ein dummes Gerede.
But I guess the woman talking is better than men's talking. Ich denke, dass das Gespräch der Frauen besser ist. Because they touch each other. Weil sie sich berühren. That they are more interested in touching each other. Die sind mehr daran interessiert, sich zu berühren. Men doesn't care whether you touch or not. Also die Männer, die machen sich da keine Gedanken, ob du dich jetzt berührst oder nicht. We want to be right. Wir möchten Recht haben. So that's why. Have you noticed the woman noticed that when you drive, when your husband drives? Habt ihr Frauen schon mal gemerkt, wenn dein Ehemann Auto fährt? And husband get lost. Und wenn der Ehemann sich verirrt hat? But usually husband pretend he didn't get lost yet. Und der Ehemann gibt vor, also er hat sich gar nicht verirrt. Yeah. Because the man has a big complex. Weil der Mann einen großen Komplex hat. Men's pride is more important than love. Und der Stolz des Mannes ist wichtiger als die Liebe. So if man really loves a woman, und wenn also der Mann wirklich seine Frau liebt, man will deny his pride, dann wird der Mann seinen eigenen Stolz verleugnen, abandon his pride, wird also den Stolz wegtun, and tell his wife, und seiner Frau sagen, honey, I think I'm lost. Liebling, ich glaube, ich habe mich verirrt. I need your help. Ich brauche deine Hilfe. Man is more important with his pride. Aber nein, der Mann nimmt seine Ehre und seinen Stolz wichtiger. Wife recognizes. Also die Frau merkt das natürlich. Her husband is lost. Und sie merkt, ihr Mann hat sich verirrt. But my wife loves this husband so much. Aber die Frau liebt natürlich ihren Ehemann. She did not want to say it right away. Und sie sagt das natürlich nicht sofort. And the husband think wife does not know. Und der Ehemann denkt, ah, die Frau hat es gar nicht gemerkt. And wife. Und die Frau. Finally. Schließlich. Honey. Are we lost? Und die Frau sagt dann, Liebling, haben wir uns verirrt? But husband never say yes. Oh, aber der Ehemann sagt niemals ja. Husband says, wait! Aber der Mann sagt, warte! And you know, the husband wanna find out the way by himself. Und der Ehemann, der möchte den Weg zurück wieder finden, selbst finden. Finally he found himself and see, I found it. Und er, zum Schluss hat er sich tatsächlich wieder zurechtgefunden und er sagt, schau, ich hab's doch gefunden. Pride is so important for the man. Und Stolz ist für Männer so wichtig. But for women, honey, let's ask someone else. Aber die Frau sagt, Liebling, lass uns doch jemanden fragen. Oh, for men, asking someone else? Was? Für die Männer jemand anderen fragen? What do you think of me? Was denkst du über mich hier? Woman does not. Woman, it. Woman can love stupid husband. Also Männer können dumme. Also Frauen können auch ihre dummen Ehemänner lieben. But husband cannot love stupid himself. Aber der Mann kann sich nicht als dummer selbst lieben. So woman still, honey, it's okay. You're lost. It's okay. Still, I love you. Und die Frau sagt, okay, Liebling, du hast dich verirrt, aber ich liebe dich doch immer noch. But men think. Aber der Mann denkt. If I appear to be stupid, wenn ich ausschaue, als wäre ich dumm, then I'll be looked down. Dann wird auf mich herabgeschaut. So that's what we're worrying about. Das ist das, wovor wir Angst haben. So the pride is always more important than love. Aber für den Mann ist Stolz wichtiger als die Liebe. So man's gene does not get enough love from the master. Also die Gene des Mannes bekommen nicht genug Liebe vom Meister. So that's why man's gene doesn't last that long. Das ist der Grund, warum die Gene des Mannes nicht so lange durchhalten. I think I'm right. Ich denke, ich habe recht. All right. Okay. This is a new theory. Das ist eine neue Theorie. Okay, now. So, the physicist proposes 4 different forces in this universe. Die Wissenschaftler schlagen 4 verschiedene Kräfte in diesem Universum vor. 4 forces. 4 Kräfte. Okay, first force is. Die erste Kraft. The physicists recognize there has to be force existing to have physical material existing. Also
die Wissenschaftler anerkennen, dass da irgendeine Kraft da sein muss, damit Materie da sein kann, physische Materie. So the most elementary, the primary force is called, we just talked about, the force which putting proton together. Also die ganz grundsätzliche Kraft, die vorhanden ist und die auch Wissenschaftler anerkennen, ist die Energie, die Protonen zusammenfügt. And the force putting quarks together. Und die Kraft, die auch die Quarks zusammenfügt. This is a very, very powerful force. Das ist eine unwahrscheinlich mächtige Kraft. So physicists call that force nuclear strong force. Also Wissenschaftler nennen diese Energie starke Kernenergie. This is very strong force. Das ist eine sehr, sehr starke Kraft. No human being can come up with that force. Und kein Mensch kann diese Kraft erzeugen. Then there's a second force. Dann ist die zweite Kraft. Okay, remember nuclear strong. Also diese starke Kernkraft. Then there's a nuclear weak force. Und dann ist eine schwache Kernkraft. This is weaker than first force. Das ist, die ist schwächer als die erste Kraft. This is putting neutrons together. Und das ist die Kraft, die die Neutronen zusammenbringt. That's called the nuclear weak. Also das ist die schwache Energie, Kernkraft. Then there's a third force. Und das ist die dritte Kraft. The third force is electromagnetic force. Das ist also die elektromagnetische Kraft. And which is what? Um welche Kraft handelt es sich hier? Which is the nucleus is a feeling, pulling what? Der Kern zieht was herunter? Electron. Die Elektronen, also die Kraft, die die Elektronen anzieht. Because the electron is circling around. Weil die Elektronen ja sich um den Kern herum drehen. But still it does not fly away. Aber es fliegt nicht einfach weg. Because the nucleus is pulling the electron. Weil die, der Atomkern diese Elektronen an sich heranzieht. So we call that electromagnetic force. Das ist also die elektromagnetische Kraft. So electromagnetic force is carried by photon. Und die elektromagnetische Kraft wird von den Photonen getragen. Okay. Then big force. Und dann ist also diese große Kraft. It carried the Isaac Newton found. Das ist die Kraft, die der Isaac Newton herausgefunden hat. Apple is pulled by the earth. Und die der Apfel wird durch die Erde angezogen. So this whole earth has, so diese ganze Erde hat, and sun has a und die Sonne hat auch so eine Kraft, die das zusammenzieht. So far these four forces, we call the fourth one gravity. Also die vierte Kraft ist die Gravitationskraft. Yeah. So physicists are proposing there is a particle. So now we have what? Gluon, photon, right? Wir haben jetzt also die Gluonen und Photonen. These are all bosons, right? Und das sind alles ja Bosonen. Okay. And then physicists is proposing another particle called graviton. Und die Physiker denken, da ist noch ein anderes Partikel, nämlich Graviton, which carries the gravity energy. Und dieses Graviton trägt die Gravitationskraft. So. Now let's just make a little diagram here. Jetzt möchte ich kurz ein kleines Diagramm machen. Now, nuclear strong, okay? Also hier die starke Kernkraft. And which is carried by gluon. Diese starke Kernkraft wird durch die Gluonen getragen. Nuclear weak. Und diese schwache Kernkraft? This is Z particle or X particle, whatever. Also die heißen Z oder X Partikel. Okay. Then electromagnetic force. Also dann diese elektromagnetische Kraft. This is carried by photon. Die wird durch die Photonen getragen. And now this is gravity. Und die Gravitationskraft is carried by graviton. Wird durch das Graviton getragen. All these particles here. All diese Teilchen hier. This energy is basically what do they do? Basic things they do. Also was für eine, welche grundsätzliche Aufgabe haben die? The pulling together. Also zusammenzuhalten. Together. Zusammen. Making it together. Zusammenzuhalten. Unite.
vereinigen. So this is the power. Das ist die Kraft. This is the power of God. Das ist die Kraft Gottes. Right? So love is manifested in non-living creatures. Also die Liebe wird in nicht lebenden Wesen manifestiert. Right? So particles, the gluons themselves do not have love. Also natürlich haben die Gluonen selbst keine Liebe. God comes in between two gluons. Liebe, Gott kommt zwischen die beiden Gluonen. Entschuldigung. Quarks do not have pulling energy themselves. Also Quarks haben keine Kraft, keine Macht, die sie zusammendrängt. It is God's energy has to come in between two quarks. Und Gottes Energie muss zwischen zwei Quarks kommen. We human has no love. Wir Menschen haben keine Liebe. God has to come in between us. Gott muss zu uns kommen und uns zusammenfügen. To unite us. Um uns zu vereinen. So it's the same principle. Das ist dasselbe Prinzip. And that same power of love created quark, proton, nucleus, atom and molecules. Und diese gleiche Kraft hat Protonen, Neutronen, Atomkerne und Moleküle erschaffen. Right? Nicht wahr? But then, you know, the best known physicist called Einstein. Also der wohl am bekanntesten, der wohl bekannteste Physiker, Einstein. Einstein thought. Einstein hat nachgedacht. You know, Einstein basically believed in God, right? Also ganz grundsätzlich hat Einstein an Gott geglaubt. Basically he believed in creation. Auch hat er ganz grundsätzlich an die Schöpfung geglaubt. So Einstein thought. Und Einstein hat darüber nachgedacht. All these different four forces must be one force. Er dachte darüber nach, dass all diese vier verschiedenen Kräfte eine Kraft sein müssen. Right? That's a very rational way of thinking, isn't it? Das ist ein sehr rationaler Weg des Denkens. Einstein thought all these four different forces must be the originally same force. Und Einstein hat sich gedacht, dass all diese vier Kräfte tatsächlich früher oder ganz grundsätzlich eine Kraft sein müssen. Well, he never said God. Aber er hat natürlich niemals Gott gesagt. But we all know he is thinking of God. Aber wir alle wissen, er hat über Gott nachgedacht. And he thought this same force is manifesting in different situations. Und seine Theorie war, dass diese eine Kraft sich immer in verschiedenen Kräften manifestiert hat. Manifest as a gluon. Diese Kraft hat sich als Gluon manifestiert. Manifest as his love manifest as photon. Diese Kraft, diese Liebe hat sich als Photon manifestiert. See, his love manifests as a photon. Merkt ihr, die Liebe als Photon manifestiert? So our peach is a package of the photon, right? Also unsere Pfirsiche sind ja Pakete von Photonen. Your wheat is also a package of photon. Also dein Weizen ist auch eine Packung für Photonen. My brown rice is also a package of photon. Auch mein brauner Reis ist eine Packung für Photonen. Then graviton. Dann gibt's Graviton. Must be all same force. Muss es sich um die gleiche Kraft handeln. So you know, in the Cambridge University. An der Cambridge Universität. Most famous mathematical physicist Stephen Hawking. Stephen Hawking war ein sehr bekannter mathematischer Mathematikprofessor für Physik. Finally put all this together. Der hat also das alles zusammengebracht. And now we all know this is one force. Und jetzt wissen wir, das ist tatsächlich alles eine Kraft. Isn't that great? Ist das nicht großartig? Now, so everyone received Nobel Prize. Jeder hat also seinen Nobelpreis dafür gekriegt. But now, Zhang Li is not a physicist. Aber Zhang Li ist natürlich kein Physiker. I'm just a Jesus-loving
Christian. Ich bin einfach nur ein Christ, der Jesus liebt. And I looked at that, all these different particles. Und ich hab mir all diese verschiedenen Teilchen da angeschaut. And then Stephen Hawking concluded, this is all one force. Und dieser Stephen Hawking, der hat geschlossen, dass das alles eine Kraft ist. And I have to propose one more force. Aber ich möchte eine weitere Kraft vorschlagen. These are the physicists. Das sind die physischen Kräfte. They're only dealing with non-living creatures. Und die Physiker, die gehen ja nur mit nicht lebenden Wesen um. But I am physician. Aber ich bin ja Arzt. I'm dealing with the genes. Ich gehe mit Genen um. The genes are specially designed to respond to what? Und die Genes sind so gemacht, dass sie auf was reagieren? Love. Liebe, right. Ja, genau. Yeah, ja. The DNA. Die DNS. So this is DNA is still same non-living creature, right? Also DNS, da handelt es sich ja um diese tote Materie. But the scientists call DNA is a basic unit of life. Aber Wissenschaftler sagen, die DNS ist die Grundeinheit für Leben. I told you many times this plastic and DNA is basically same. Und ich habe euch gesagt, Plastik und DNS ist ganz grundsätzlich genau das gleiche. Okay. But if you make this carbon, hydrogen, nitrogen, I mean oxygen straight, then it becomes plastic. Aber wenn ihr Kohlenstoff und Wasserstoff und Sauerstoff eine gerade Linie macht, dann bleibt es tote Materie. But if God put this little coily fashion. Aber wenn er diese spiralenförmige Anordnung schafft, then this love energy can move this. Dann kann Liebesenergie das bewegen. Change its DNA. Und das verändert die DNS. So there has to be another force. Da muss also noch eine andere Kraft da sein. The fifth force. Die fünfte Kraft. Which can change DNA. Die DNS verändern kann. Right? Nicht wahr? Ja. Yeah. So I call that boson. Ich nenne das Boson, which moves DNA. Also diese Bosonen bewegen diese DNS. And that power energy moving DNA came from whom? Und diese Energie, die das Gen in Bewegung versetzen kann, woher kommt das? God. Von Gott. It's love. Love came from God. Die Liebe kommt von Gott. So this has to be a very unique force. Das muss also eine einmalige Kraft sein. Love has intelligence in it. Liebe hat Intelligenz. Love has energy in it. Liebe beinhaltet Energie. Love has a plan in it. Liebe beinhaltet den Plan. And love has compassion. Und Liebe hat Geduld. This is wonderful force. Das ist eine wunderschöne Kraft. You know, photon has no compassion. Photon hat keine Geduld. Right? It only has a force. Es hat nur Kraft. Why? Because they don't need the compassion because they are non-living creatures. Das braucht ja auch keine Geduld, weil das handelt sich ja um tote Materie. Gluon has no compassion. Also Gluon hat keine Geduld. But this new particle. Aber dieses neue Teilchen, new energy, diese neue Energie, which has compassion, das hat intelligence, bitte, plan, Mitgefühl, compassion, jawohl, yeah. Compassion, affection, love, Liebe, Mitgefühl. And this new particle I propose. Das ist das neue Teilchen, das ich vorschlage. I call this particle Loveton. Ich nenne dieses Teilchen Love, Liebeston, also Love-Ton. Schwer zu übersetzen. I think this Love-Ton deserves an applause. Ich denke, dieses Love-Ton gibt einen Applaus. Well, I'll take your applause
better than Nobel Prize. Ich akzeptiere, ich habe euren Applaus lieber als den Nobelpreis. Because physicists will never be able to find this lepton. Denn Physiker werden niemals es schaffen, dieses Lepton zu finden. Lepton only can be recognized by the power of God. Dieses Lepton kann nur erkannt werden durch die Liebe Gottes. By the Spirit alone. Durch den Geist allein. Not by the theoretical measurement. Nicht durch theoretische Messmethoden. Boy, Lepton. And all these four forces are all diese vier Kräfte, these manifestations of lepton in different non-living creature situations. Also all dieses lepton ist sichtbar in dieser toten Materie durch diese vier verschiedenen Kräfte. Well, one of the Switzerland physicians got mad at me. Einer der Schweizer Physiker, bei denen ich kürzlich war, die sind ganz verrückt auf mich geworden. Sie haben sich richtig geärgert über mich. So I asked him, why are you so mad? Und ich habe gefragt, warum ärgerst dich denn so? So he told me, you are telling me that God's love is a particle? Du erzählst mir hier, dass die Liebe Gottes ein Teilchen ist? He's right. Ja, hat recht, er hat das richtig erkannt. God's love cannot be particle. Gottes Liebe kann natürlich kein Teilchen sein. So, what I'm telling you is, was sage ich euch also? See, if I just define God's love as a particle, then I deny his person. Wenn ich also sage, dass die Liebe Gottes nur ein Teilchen ist, dann verleugne ich ja die Person Gottes. It can move on to the New Age philosophy. Das kann ganz schnell zu einer New Age Philosophie werden. Ja, Hindu Philosophie. Hindu Philosophie. So, I have to answer this way. Ich möchte folgendermaßen antworten. See, our mentality is so trained in reductionism. Also unsere Mentalität ist so trainiert, dass es alles reduziert auf gewisse Dinge. Just like a Greek mentality. Also das ist die griechische Mentalität. Mm-hmm. So, this is lepton is certainly not a Hebrew mentality. Also dieses lepton, da geht es nicht um hebräische Mentalität. Yeah, Hebrew mentality is God is a person. Die hebräische Mentalität sagt, Gott ist eine Person. That's a correct mentality. Das ist die richtige Mentalität. Okay. But we like to analyze, right? Aber wir mögen ja immer alles analysieren. And reduce God. Und Gott einschränken. So that's what I'm doing. That's all I'm doing. Das ist es tatsächlich, was ich mache. I'm not saying God is lepton. Ich sage natürlich nicht, Gott ist ein lepton. God can manifest as lepton. Gott kann sich manifestieren als ein lepton. But God is a person. Aber Gott ist natürlich eine Person. He is Jesus Christ. Er ist Jesus Christus. He is God. Er ist Gott. You have to remember that. Das müsst ihr natürlich immer im Auge behalten. Lepton is just a Greek convenience. Also ist einfach nur eine griechische Anpassung. It's a Greek metaphor. Ist ein griechisches Metapher, ein Bild. Please don't misunderstand. Aber bitte versteht das nicht falsch. I don't love lepton. Ich liebe nicht das lepton. I love Jesus. Ich liebe Jesus. Okay. So this is the way. Now we prepare the creation of human being. Also jetzt haben wir die Schöpfung der menschlichen Wesen vorbereitet. It took a long time to come here. Okay, now we better get a little bit hurry. Jetzt müssen wir uns natürlich etwas beeilen. Okay, now we have everything. Wir haben also jetzt alles zur Verfügung. We have all the particles. Wir haben all die Teilchen. We have all the fermions and bosons. Wir haben die Fermionen und Bosonen. Right. Thank you. This way. Now God can create anything, right? Jetzt kann er natürlich alles machen. He's ready. Er ist fertig. So he can put the He can make a proton and he can put the proton and neutron together, make a nucleus, right? Er kann also jetzt all das zusammenfügen, Protonen, Neutronen, Atomkerne machen. Yeah. Then he put only one proton, then he made hydrogen. Und er hat also nur ein Proton genommen und schon hat er Wasserstoff. Maybe it's,
6 proton oxygen. 6 Protonen, yeah. Sind das, ist das Sauerstoff, ja? How many proton for carbon? Wie viele Protonen für Kohlenstoff? 11 or 12. 12, ja, 12. So it's just numbers, numbers. Also hier geht es nur noch um Zahlen. Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, it's all different, but it's a difference, it's just number difference. Alle diese Elemente, Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff, sind natürlich verschieden, aber es sind eigentlich nur verschiedene Zahlen. It's just a number of Legos. Es ist nur eine Zahl verschiedene Legos. See? But the difference between Lego and this creation is... Aber der Unterschied zwischen Lego und Schöpfung ist natürlich... Lego cannot be liquid. Also Lego kann natürlich nicht flüssig werden. Lego cannot be solid. Kann nicht fest sein. Lego cannot be... gasförmig. Gas, ja, kann auch nicht gasförmig sein. But God has these three different elements. Aber Gott hat diese drei verschiedene Elemente. Gas, liquid, solid. Aber Gas und flüssig und fest. So he has a lot more room to play, right? Aber er hat natürlich viel mehr Raum, um zu spielen hier. So he can make a liquid. Er kann also eine Flüssigkeit erzeugen. He can make a gas. Er kann Gas erschaffen. He can make solid. Er kann auch feste Materie schaffen. So he put oxygen, nitrogen, carbon, hydrogen together, made a protein. Und er hat also Sauerstoff und Wasserstoff und andere Elemente zusammengefügt, um ein Protein zu machen, also ein Eiweiß. What is he going to do with the protein? Was macht er nun mit dem Eiweiß? He wanted to have a cell. Er möchte eine Zelle haben. So he made a cell membrane with the protein. Er hat also aus dem Eiweiß eine Zellmembrane geschaffen. So quark. Das sind also Quarks. Now we have atom. Dann haben wir die Atome. Carbon, hydrogen. Also Kohlenstoff, Oxygen, Wasserstoff und Sauerstoff. Nitrogen. Und Stickstoff. Danke. Then he made a protein. Und dann hat er daraus ein Protein gemacht, aus diesen vier Elementen. Then he made DNA. Und dann hat er DNS gemacht. Right? He needed the same thing to make a protein and DNA. Right? Also er hat all diese vier Dinge gebraucht, um Protein und DNS zu machen. So protein, he used the cell membrane to make cell membrane. Und aus den Proteinen hat er dann die Zellmembrane hergestellt. And then DNA, he used to make genes. Und die DNS hat er dazu benutzt, um Gene herzustellen. So he already planned with the gene, right? Also er hat bereits mit den Genen geplant. Gene for the hair. Ein Gen für das Haar. Gene for the skin. Ein Gen für das die Haut. Für den Magen, Gene for the insulin. Für das Insulin, Gene for the testosterone. Und Gene für Estrogen. Und Estrogene, Gene for the thyroid. Und Gene für die Schilddrüse. So many genes he has to plant. Oh, er hat so viele verschiedene Gene gehabt. So he put all the genes in one single cell. Und er hat all diese Gene in eine einzige Zelle gepackt. Then he started New Start Program. Und dann hat er mit dem New Start Program angefangen. New Start Program for this one cell. Und ein neues New Start Programm für diese eine Zelle. Clean air. Frische Luft. Clean water. Reines Wasser. Sunshine. Sonnenschein. Lots of love. Jede Menge Liebe. Growing. Und schon wächst das. Cells are dividing. Und die Zellen, die wachsen und teilen sich. And he activated certain genes. Und er hat einige Gene aktiviert. And he suppressed certain genes. Und einige Gene unterdrückt. And he controlled. Und er hat das alles kontrolliert. And he saw human forming. Und dann hat er schon die menschliche Form gesehen. Little tiny fetus. Und ganz kleine. Growing. Das Fötus, also hat er gesehen, das ist gewachsen. Finally, there's a beautiful-looking man called Adam. Und plötzlich ist da, schließlich ist da ein wunderbar aussehender Mann, Adam. Adam. Und schon ist da der Adam. Here's a man. Hier ist ein Mann. Mensch. Ein Mensch. Alle Menschen, the Breeder. Beethoven. Here's a man. Hier ist also ein Mensch, Adam. First man. Der erste Mann. See, God did not make a sculpture of the man. Also Gott hat nicht nur so Form gemacht des Menschen. See, Ellen White is the only one I know. Ellen White ist die einzige, die ich kenne, who denied the sculpture. Die einfach nur so eine Form da verleugnet hat. Because Bible clearly says God made man from the dust. Weil die Bibel ganz klar sagt, der Mensch ist aus Staub gemacht.
But this Adam was not moving. Aber dieser Adam, der hat sich gar nicht bewegt. All the genes are not functioning yet. All diese Gene haben bis jetzt immer noch nicht funktioniert. Beautiful looking man. Ein wunderbar aussehender Mann. And God loved it. Und Gott hat es geliebt. My baby. Oh, my baby. Think about it. Denk darüber nach. Man does not know. Der Mensch weiß das nicht. A woman had a first baby. Also der Mann weiß das nicht. Entschuldigung, die Frau hat ihr erstes Baby. Went through lots of pain. Hat sehr viele Schmerzen erlebt. Finally, baby is born. Und schließlich ist das Baby geboren. And have a baby in his in her arm. Sie hat das Baby in ihren Arm. I don't think there's any other kind of feeling which matches the happiness. Ich denke, da ist kein anderes glückliches Gefühl, das dieses Gefühl, das Gott hier hatte, mit dem übereinstimmt. The first baby. Das erste Baby. No, this is God's first baby. Oh, hier hat also Gott sein erstes Baby. He looked at Adam. Und er hat auf Adam geschaut. Beautiful. Ah, wunderschön. He gave a kiss. Und er hat ihm einen Kuss gegeben. But not just a kiss, he gave him life. Und nicht nur ein Kuss, es war Leben, das ihm da gegeben hat. Kiss of life. Der Kuss des Lebens. Er hat es angehaucht. He breathed the breath of life. Und er hat den Atem des Lebens eingeblasen. That means his whole love. Das bedeutet seine ganze Liebe. The whole love energy to stimulate sleeping genes. All diese Liebesenergie, um diese schlafenden Gene aufzuwecken. And genes begin to move. Und die Gene haben sich jetzt bewegt. Adam woke up. Und Adam ist aufgewacht. And God says, very good. Und Gott hat gesagt, sehr gut. It is just like don't imagine this way. God says, very good. Gott hat nicht gesagt, sehr gut. It is like a mother holding the first baby. Es ist wie eine Mutter, die ihr erstes Kind in den Armen hält. So lovely. Ah, oh, so lieblich. God was happy. Oh, Gott war einfach glücklich. I love this one. Ich liebe den hier. Very good. Sehr gut. Can you imagine God saying very good? Könnt ihr euch das vorstellen, als Gott da sagte, sehr gut. Very good. Sehr gut. That means I love him. Das bedeutet, ich liebe ihn. You know. And Adam became what? Und was wurde aus Adam? Become living soul. Wurde eine lebendige Seele. And here was breath of life. Und hier war also dieser Atem des Lebens. The man became living soul. Der Mensch wurde eine lebendige Seele. That's what Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. Beautiful, right? Ist das nicht schön, nicht wahr? This is how God created man. So machte Gott den Menschen. Let's go back to the Genesis chapter 1. Lasst uns nun einen Blick werfen in 1. Mose Kapitel 1. Verse 1. Vers 1. You all know this. Ihr alle kennt diesen Vers. In the beginning. Am Anfang. Isn't that beautiful? Ist das nicht ein schöner Satz, ein schöner Begriff? God. Schuf Gott. God. Gott. Created. Gott schuf. The heavens and the earth. Himmel und Erde. You know? Wisst ihr was? The happiest moment of life is, I believe, the woman has the first baby. Ich glaube, der glücklichste Moment im Leben einer Frau ist, wenn sie
ihr erstes Baby im Arm hat. I don't know how a woman feels in orgasm, sexual orgasm. Ich weiß nicht, wie eine Frau sich beim sexuellen Orgasmus fühlt. I don't think men understand that. Ich glaube, auch das versteht der Mann nicht. But I think that happiness, that ecstasy is much more than sexual orgasm. I don't know. I believe that. Also ich stelle mir vor, dass das noch ein viel glücklicher Moment ist als sexueller Orgasmus. I don't think a man can go near to that kind of feeling. Also ich glaube, dass der Mann dieses Gefühl gar nicht irgendwie begreifen und dem nahe kommen kann. The husband can just stand. Oh. Der Mann kann nur dastehen und sagen, ah, oh, ah, oh, schön. And you know, the woman, the mother, the feeling of the mother. Aber das Gefühl der Mutter. You know, today there is a hormone called oxytocin. Man hat ein Hormon entdeckt, Oxytocin. Yeah. Oxytocin hormone contracts uterus. Dieses Hormon Oxytocin zieht den Uterus wieder zusammen. When we were in medical school, oxytocin was just a hormone which contracts uterus. Das ist das Einzige, was wir auf der Universität gelernt haben. Dieses Oxytocin zieht den Uterus wieder zusammen. Now oxytocin hormone becoming very popular nowadays. Aber heute ist dieses Oxytocin sehr populär geworden. Why? Warum? Because it is involved with the orgasm. Weil es nämlich mit dem Orgasmus zu tun hat. When women have sexual orgasm, they have contractions. Wenn die Frau den sexuellen Orgasmus hat, dann geht es zusammen, dann zieht sich was zusammen. So they found out oxytocin is not just contracting the uterus, but it gives that kind of feeling. Aber man hat herausgefunden, dass dieses Oxytocin nicht nur dieses Zusammenziehen bewirkt, sondern auch am Orgasmus beteiligt ist. You know, in sexual orgasm, im sexuellen Orgasmus, woman does not feel orgasm unless she feels really loved. Also dann fühlt die Frau diesen Orgasmus nicht, bis sie wirklich das Gefühl hat, sie ist wirklich geliebt. Simply intercourse per se cannot produce orgasm. Nur right? Der Geschlechtsverkehr kann nicht den Orgasmus hervorbringen. Orgasm is more emotional. Also der Orgasmus ist mehr etwas auf der Gefühlsebene. It is love. Es hat mit Liebe zu tun. Love stimulates oxytocin gene. Und diese Liebe stimuliert dieses Gen. Das Oxytocin. Then the sleeping oxytocin gene produces more oxytocin. Und dieses schlafende Gen, das Oxytocin produziert mehr. Jetzt ist aufgeweckt, produziert mehr Oxytocin. And then woman feels ecstasy. Und dann fühlt die Frau diese Ekstase. It is love stimulates, right? Denkt daran, es ist die Liebe, die das stimuliert. But when woman has the first baby. Und wenn die Frau nun dieses erste Baby in ihren Händen hält. In her hand held. You just said that, right? Yeah. Okay. And then look at the baby. Und sie schaut auf dieses Baby. This baby is going to be problem to that woman, right? Und sie weiß ganz genau, das Baby, das wird ihr ganz schön viel Probleme bereiten. This baby needs absolute care. Dieses Baby braucht absolute Fürsorge. This baby is totally helpless. Es ist vollkommen hilflos. This baby need your absolute devotion. Das braucht eine totale Übergabe und Hingabe. You know, think about that. Bitte denkt darüber nach. Woman produce most oxytocin. Also die Frau produziert sehr viel Oxytocin. When she is ready for the totally unconditional love. Wenn sie bereit ist, unbedingte, rückhaltlose Liebe zu geben. She is ready to give. Und sie ist bereit, das zu geben. Not to receive. Nicht zu empfangen. This is the ultimate feeling. Das ist das ultimative Gefühl. I love to give total unconditional love. Ich gebe totale rückhaltlose Liebe. That love came from God. Liebe kommt von Gott. Stimulate the mother's oxytocin gene. Diese Liebe stimuliert das Gen, das Oxytocin produziert. You know what? Wisst ihr was? When God created heaven and earth, als Gott Himmel und Erde schuf, he was ready to give a
total devotion. War er bereit, totale Übergabe zu geben? He was going to give even his life. Er war bereit, sogar sein Leben zu geben. That's why God is joy. Deshalb ist Gott Freude. God himself is joy. Gott selbst ist Freude. Because he loves us. Weil er uns liebt. Why did he create us? Warum hat er uns geschaffen? To love. Um uns zu lieben. We are his object of love. Wir sind der Gegenstand seiner Liebe. See, we forgot about that. Wir haben das total vergessen. You know, if you read Isaiah, wenn du Jesaja liest, let's just study a little bit of Isaiah here. Lass uns einen Augenblick Jesaja anschauen. Isaiah, let's see. Jesaja. 64, Entschuldigung. Okay, 64 is good enough. Vers 6. But we're all like an unclean thing. But we're all like an unclean thing. Sorry, I have to look first. Vers 5, okay, im Deutschen Vers 5. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen. And all our righteousness are like a filthy rag. Und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes we Kleid. All fade as leaf. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter. Pay attention to, und, to all. Und passt auf dieses alle auf. There's no exception. Gibt es keine Ausnahme. We all. Wir alle. Total sinner. Wir sind Sünder, totale Sünder. And our iniquities like the wind have taken us away. Und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. There's no one who calls on your name. Da ist keiner, der, Entschuldigung, niemand ruft deinen Namen an. So far, as I say, we are absolutely corrupt. Wir sind total verdorben. We are all sinner. Wir sind alle Sünder. Vers 7 dann. But now, O Lord, aber nun, Herr, you are our Father. Du bist doch unser Vater. Isn't that a faith? Ist das nicht Glaube? But now, Lord, you are our Father. Why? Warum? Warum sagt Jesaja, aber nun, Herr, bist du doch unser Vater? We are the clay. Wir sind Ton. You are the potter. Du bist unser Töpfer. That's the reason. Das ist der Grund. We are the quark. Wir sind Quark. And you made us. Und du hast uns gemacht. I know how you felt when you made us. Ich weiß genau, wie du fühltest, als du uns gemacht hattest. That's only guarantee I have. Das ist die einzige Garantie, die ich habe. Your mercy, your love. Deine Liebe, deine Gnade. You know what? You created us. Weil du uns gemacht hast. How did you feel when you created us? Wie hast du da gefühlt, als du uns gemacht hast? I know we are total sinner. Ich weiß, wir sind die totalen Sünder. You are my father. Aber du bist mein Vater. Because weil du, we were the quark. Wir waren die Quarks. You are the creator. Du bist der Schöpfer. That's the final everlasting gospel. Das ist die schließlich und endliche absolute gute Nachricht. There is no other condition. Gibt es keine andere Bedingung for salvation. Keine andere Bedingung für die Erlösung. Only reason for our salvation is. Die einzige Grundlage für unsere Erlösung ist his love. Seine Liebe, which created us. Die uns geschaffen hat. Then we will be enlightened. Dann werden wir erleuchtet werden. If you take this statement wrong way, then you're gonna be in trouble. Wenn du diese Aussage falsch verstehst, dann hast du wirklich Probleme. Yes, I said this clearly. Ja, ich habe das ganz klar gesagt. Only reason for salvation is. Die einzige Grundlage, der einzige Grund für unsere Erlösung, his love, which made him create us. Ist seine Liebe,
die ihn veranlasst hat, uns zu schaffen. Don't take me wrong, though. Versteht mich nicht falsch, bitte. If anyone take this message wrong way, wenn irgendeiner diese Botschaft falsch versteht, you're gonna be straying from the God. Dann wirst du dich von Gott entfernen. If you are using this wonderful love message, wenn du diese wunderbare Botschaft der Liebe to disobey, dazu gebrauchst, ungehorsam zu sein, God will certainly love you anyway. Gott wird dich sowieso lieben. But your love toward God will disappear. Aber deine Liebe für Gott wird verschwinden. I don't want to change that. Ich möchte das nicht ändern. It's very true. Es ist die Wahrheit. Only basis for salvation is, die einzige Grundlage für unsere Erlösung, it is very clear in the Bible. Es wird ganz klar in der Bibel ausgesagt, it's his love. Ist seine Liebe. Which motivated him to create us. Die ihn dazu motiviert hat, uns zu schaffen. See. And that's why I am excited. Und darum bin ich so fröhlich und glücklich. That's why I want to follow his word. Darum möchte ich seinem Wort gehorsam sein. That's why I want to be in the free obedience. Darum möchte ich die Freiheit des Gehorsams That's why I want to work hard. Darum möchte ich hart arbeiten. That's why I want to spread this wonderful gospel. Darum möchte ich diese wunderbare gute Nachricht verbreiten. This is what the power of the creation is put in to the people who love God. Das ist die Kraft der Schöpfung, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Let me end this way. Ich möchte auf folgende Weise abschließen. In the beginning. Am Anfang. God created. Schuf Gott. Heaven and earth. Himmel und Erde. And you and me. Und dich und mich. He was very happy. Er war sehr glücklich. It was very good. Und es war sehr gut. Whenever you have depression and guilt. Wenn du Schuldgefühle und Depressionen hast. Doubt and suspicion. Zweifel und falsche Vorstellungen. And fear. Und Angst. Remember. Erinnere dich daran. It was very good for him. Es war sehr gut für Gott. To have you. Dich zu haben. That's only hope we have. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. It was very good. Es war sehr gut. And that's why he sacrificed his son. Das ist auch der Grund, warum er seinen Sohn geopfert hat. For whoever you are, wer immer du auch sein magst. Whosoever, John 3:16 says. Für alle, so sagt Johannes 3, Vers 16. Whosoever, wer immer da ist, believes it. Und wer auch immer glaubt. Okay. And let us remember together again. Und lass uns gemeinsam daran erinnert werden. It was very good. Es war sehr gut. Amen. Amen. Amen.